crying if it's too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Tolle Atmosphäre hier, würde ich sagen. Ja, endlich Sonne in diesem Winter. Ja, die letzten zwei Wochen war nichts Tolles, ja, von der letzten Tour her. Ja, das war grau und grau. Es gab mal ein Sonntag letztes Wochenende, aber da war ich erkältet. Da habe ich es lieber sein gelassen. Aber heute bin ich wieder gesund und die Sonne scheint. Es ist zwar frisch, aber es ist wunderbar, jetzt wieder in der Sonne zu stehen. Endlich, endlich. Ja, und das hier, ja, könnt ihr euch vorstellen, ist nicht Deutschland. Das ist Dänemark. Ich bin hier auf Fyn, südlichstes Ende in Svendborg. Ja, richtig klasse hier. Sieht doch schon toll aus. Und das wird auch den ganzen Tag vorbei bleiben. Denn ich habe hier eine Tour vor, die so ein bisschen Richtung Westen führt, bis nach Faaborg. Erstmal landeinwärts. Da gibt es tolle Seen, tolle Gebäude, Schlösser, Gutshöfe. Ja, das kann ich sagen, weil ich diese Tour schon mal vor ein Jahr gefahren habe, ohne die Kamera. Ja, und diesmal habe ich sie mit bei diesem tollen Wetter. Ja, und dann geht es nach Faaborg, wie gesagt, und da kehre ich dann wieder um und komme wieder, ja, an einer Strecke am Meer. So ziemlich, wie es geht, am Meer fahre ich wieder hier zurück. 82 Kilometer ungefähr, also gar nicht mal so viel, also zumindest für mich eine ganz ruhige. Es ist das letzte Winterwochenende. Ja, und es ist so ein klasse Wetter. Endlich mal ein Sonnenaufgang sehen, also das ist so toll. Ja, das war diesen Februar fast gar nicht drin. Ja, ich freue mich auf diese Tour. Es wird sicherlich schöne Bilder geben. Ich weiß ja, was mich so ungefähr erwartet. Ich habe ein bisschen die Tour von letzten Jahren ein bisschen geändert oder musste ich ändern, weil die Wege waren teilweise da auch nicht so toll. Und jetzt hat es immer noch viel geregnet, also die werden nicht besser gewesen sein. Die spare ich mir. Also wird es heute hoffentlich nur gute Wege geben, schöne Bilder. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Kaum raus aus der Stadt, Natur, ein See, keine Überschwemmung, nein. Wasser ist zwar sehr hoch, wie man sieht, alles hier so ein bisschen überschwemmt, aber heute wird es nicht so wasserlastig, naja, Anführungsstrichen, wasserlastig wie das letzte Mal. Denn soll es mehr See sein und Ostsee, das habe ich heute mehr vor, als über Hochwasser zu berichten. Und natürlich den schönen Sonnenschein. Jetzt geht's weiter. Mal sehen, ob ich das nächste schöne Gebäude einfangen kann. Gutshof oder Schloss. Da kommen noch einige auf dieser Strecke. Also weiter geht's. I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you.
ain't got nothing left. Bin man gerade 5 Kilometer weiter und hat gesehen, so viele alte Gebäude, schöne Gebäude, stehen leider keine Jahreszahlen drauf, aber die haben schon ein paar Jahre hinter sich. Aber die meisten auch tipptopp in Schuss. Ja, richtig klasse. Ja, Frühlingsboden. Oh, da sitzt sie schon. Es kommt, es kommt. Ja, es war eine relativ klare Nacht. 4 Grad plus in der Nacht, kein Frost. Ja, der Februar, Rekordfebruar, sagen sie, war es wieder mal. Naja, aber ich will jetzt nicht meckern über das Wetter oder ob es zu kalt ist. Es ist bestes Wetter, wie schon fast den ganzen Winter noch nicht. Und so viel Sonne, also weiter geht's Richtung Fahrburg. Aber da kommt noch tolle Highlights dazwischen. Ist das nicht schön hier? Ja, der nächste Highlight ist jetzt erreicht. Ja, nach jetzt, ich glaube 28 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Der Nauersee, Naturschutzgebiet. Da ist richtig was los auf dem See. Auch unterwegs, die Feldlerchen singen und zwitschern richtig schön. Also da kommt schon richtig Frühlingsfeeling auch, obwohl es richtig kalt ist. Also es ist vielleicht gerade mal 5 Grad jetzt geworden. Ja, aber der Wind ist auch nicht so stark. Das macht richtig Spaß. Warum kann das nicht immer so sein im Winter? So kann Winter doch auch sein. Ja, das Fahrrad habe ich ein bisschen schwerer heute bepackt. Es soll ja auch Training sein heute. Bisschen mehr, damit ich ordentlich Muskeln kriege, ordentlich fit werde für meine große Tour, die ich ja noch in diesem Jahr vorhabe. Der ist auch gar nicht mehr so weit weg. Aber das ist richtig herrlich. So kann es doch weitergehen. Und gleich kommt schon das nächste große Highlight. Das ist nur 1 oder 2 Kilometer entfernt, das glaubt man gar nicht, dass es hier so mitten drin im Nirgendwo gibt. Das kommt gleich. Ich mache hier noch eine kurze Snackpause und dann geht's gleich weiter. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Einfach so in der Landschaft, so ein riesen Schloss mit riesen, richtig großer Kirche direkt dran. Soll aus dem ungefähr 12. Jahrhundert stammen, also schon sehr, sehr lange Geschichte hinter sich. Ja, unglaublich. Aber wie gesagt, ich kannte diese Strecke schon, daher wusste ich, dass das kommt. Aber sonst wäre es echt überraschend. Auf einmal so ein riesen Gutshof mit Schloss und was hier alles so Ställe. Alles Riesenanlage hier. Ja, das war das nächste Highlight und jetzt
ja, geht's weiter. Das war bestimmt noch nicht das Letzte. Mal sehen, was jetzt kommt. Einige Kilometer weiter fahre ich jetzt hier durch eine schöne Landschaft. Hier ist gerade so ein uriges Tal. Ein paar Kilometer davor war auch über eine Wiese, ein schöner Wald. Also richtig schöne Strecke war das gerade. So, das gibt es auch in Dänemark. Es ist ja doch relativ hügelig, muss ich schon sagen. Ein paar Höhenmeter habe ich schon geschafft. Ja, und das Wetter, ja, die Sonne verschwindet schon wieder. Schon lange nicht mehr gesehen seit dem Norresee. Ja, Mann. Aber noch was, es nieselt ein wenig, ganz bisschen. Aber naja, war ja wieder nicht angesagt, aber es geht so weiter. Aber ich will jetzt nicht meckern, Fahrburg ist schon fast zu sehen. Ich bin gleich da und da mache ich, glaube ich, eine kleine Mittagspause. Mal sehen. Ich hoffe, dass dann nochmal die Sonne rauskommt, aber es sieht jetzt wieder nicht so aus. Mann, 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 es war wieder viel mehr Sonne vorhergesagt und es ist wieder fast nur grau und es regnet ein wenig. Naja, weiter geht's. Es ist trotzdem schön. Sieht alles toll aus hier. Also weiter geht's. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same. Fahrburg habe ich erreicht und der Nieselregen hat aufgehört. Die Sonne kommt ja fast durch. Richtig schön hier wieder. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Bin ja schon öfters hier gewesen, auch mit der Kamera auch schon. Das ist schon etwas länger her. Oh, immer wieder schön. Eine tolle Gegend hier. Mir gefällt es ja auch sehr gut, aber wo gefällt es mir nicht in Dänemark? Oh, es ist ja frisch, ist es, aber man kann hier sitzen. Ich kann hier erstmal ein bisschen Mittag machen.
bisschen was trinken, was snacken und dann geht's weiter, ja, an der Ostsee, denn das jetzt alles ist Ostsee auf der Route 8 wieder zurück nach Svensburg. Gute 40 Kilometer, ganz gemütlich. Es ist 11.43 Uhr, also sehr, sehr viel Zeit. Also Mahlzeit und Prost. Paar Kilometer später hinter Fahrburg und natürlich auch ein paar Minuten später und die Sonne kommt raus. Wunderbar, auf einmal ist blauster Himmel und hier bin ich jetzt gerade an so einem primitiven Campingplatz direkt am Meer mit Strandzugang. Schaut euch das an. Auf einmal das herrlichste Wetter. Es ist angenehm warm geworden. Kleiner Badestrand, super klein hier, Bank, ja, da habe ich gesessen und das Handtuch trocknet, ja, ich bin reingesprungen wieder. Ja, ich habe es nicht aufgenommen, keine Beweise, aber naja, ihr müsst mir schon glauben, es trocknet und das ist ja 5 Grad warm, sagen sie, aber es war gar nicht so kalt, fand ich. Habe ich schon mal kälter gehabt, aber jetzt ist ein warm. Das sage ich euch, Eisbaden, das macht echt Spaß, das habe ich echt nicht gedacht früher und jetzt mache ich das. Ja, ich sitze hier noch ein bisschen in der schönen Sonne, man soll ja auch aufpassen, es ist immer noch 6 oder 7 Grad, der Wind ist ganz schwach, also wunderbar, so dass es jetzt sich viel wärmer anfühlt und einfach nur traumhaft, als ob Sommer wäre, wenn nicht die Bäume alle kahl wären. Aber hier mache ich noch eine ausgiebige Pause, ich habe ja noch Zeit, es sind da nur noch 26 Kilometer bis Fahrburg, also habe ich auch extra so gelegt. Ich hatte ja gehofft, dass da noch Sonne rauskommt. Dass sie so spät ist, ist natürlich Pech. Aber jetzt kann ich sie noch mal genießen und werde ich auch. Also setze ich mich noch länger hier hin in die Sonne. Sonne tanken. Einfach nur wunderbar. Naja, dann geht es auch ja, in ein paar Minuten dann auch mal wieder weiter. Genial, diese Wege hier in Dänemark. Immer nicht direkt immer am Wasser, aber man hat doch immer mal wieder Sicht. Das ist echt klasse und wenn man will,
fährt man einen Stichweg rein und man ist wieder am Meer. Oh, Leute, ja, man sieht auch hier hat der Oktobersturm gewütet, aber Deich und so ist schon wieder repariert, auch schon wieder aufgeräumt. Hier war bestimmt alles überschwemmt, wie jetzt nur noch so Reste sind, aber wunderbar. Hier ist auch so ein Wanderweg, den kann man hier immer folgen. Man soll hier aber auf dem Strand laufen und nicht auf dem Deich. Ja, aber Fahrradfahren ist da nicht egal. Aber man kann es ja immer mal wieder hier ans Meer schaffen. Das ist immer klasse. Also das ist so genial. Aber es ist frisch. Hier kommt wieder mehr Wind an. Also Handschuhe, ja, die könnte ich vielleicht gerade so ausziehen. Aber Jacke und so und alles, was ich so anhab, zwei Lagen Hosen und so, das ist, ja, es ist doch ein bisschen zu frisch. Aber es ist einfach nur genial. Sonne langt, das macht so einen Spaß, das hält die Seele auf, das ist einfach nur genial. Fahrbox ist auch immer noch über, naja, nicht mehr ganz 20 Kilometer oder ziemlich genau 20 Kilometer noch. Und immer weiter am Meer, immer mal wieder Blicke, einfach nur klasse. So liebe ich meine Runden. Also heute war es wieder richtig toll, auf jeden Fall. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. Now you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. Das ist auch noch mal ein schönes Sträßchen hier, direkt am Meer. Auch gerade eben war wunderbare Strecke, immer hoch und runter. Ja, flach ist es hier echt nicht. War wunderbar. Ja, Svensborg ist jetzt auch nicht mehr weit. Keine 10 Kilometer. Also Endspurt dahin. Aber hier ist jedes Mal toll, wenn man wieder ins Meer kommt. Ja, man sieht, hinten zieht wieder was auf. Da kommt noch mal so eine Wolkenfront. Ist auch bald wieder vorbei mit der Sonne. Naja, es ist auch jetzt schon 15 Uhr. Ja, die Zeit, die rennt. Aber ich habe mir heute auch irgendwie wieder Zeit gelassen. Naja, Film kostet auch wieder Zeit. Aber es ist einfach nur klasse, wenn das mal noch ein Stück wärmer wäre. Aber das kommt, wir haben bald Frühling. Naja, also jetzt Endspurt nach Svensborg. What I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answer. Questions on your mind.
bin ich fast wieder am Ausgangspunkt in Svensburg. Es ist nur noch 1,5 Kilometer oder so. Ich sitze jetzt hier vor dem kleinen Kloster und Kirche St. Jürgen. Unmittelbar an der Brücke, der Sundbrücke, die hier rüber führt über den Svensund. Also ich habe einen schönen Blick gerade. Das ist richtig klasse. Es war ein schöner Tag. Ja, Anfang Sonne, dann wurde es ja doch etwas grauer, sogar ein bisschen mit Nieselregen, aber nachher die zweite Hälfte war ja grandios, genau an der Ostsee und dann wurde es besser. Richtig klasse war das, die Tour. Ich liebe diese Runden. Ihr merkt das wahrscheinlich, ich bin ja oft in Dänemark. Ich habe heute auch wieder überhaupt nichts zu meckern über die Wegbeschaffenheit. Gar nichts, keine Wurzelschäden, überhaupt nichts. Deswegen kann ich Dänemark sowas von empfehlen. Ich habe gesehen, es war wieder sehr viel anzuschauen heute, andauernd. Schöne alte Häuser auch, tolle Ausblicke. Die Wege haben einfach Spaß gebracht. Viele Highlights. Ah, ich liebe es. Und deswegen, Leute, bleibe ich noch eine Nacht hier. Ich habe jetzt ein Shelter gebucht. Ich werde jetzt hier in der Nähe von Svensburg übernachten. Morgen soll es anscheinend doch gutes Wetter werden. Gestern hieß es noch Regen für Sonntag. Aber jetzt soll es doch gut bleiben. Also bleibe ich hier und morgen starte ich vielleicht wieder noch eine kleine Runde, fahre über diese Sundbrücke hier rüber. Ja, und dann werde ich da drüben auf dieser nächsten Insel vielleicht noch mal eine Runde drehen. Das habe ich eigentlich vor. Mal sehen, ob das klappt morgen. Wenn nicht, wenn doch noch Regen kommt, naja, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann fahre ich morgen früh gleich wieder nach Hause. Ja. Also, es war ein richtig schöner Tag, eine tolle Runde. Absolut zu empfehlen, nachzuradeln. Ja, also, denn hoffentlich hat es denn euch auch Spaß gebracht, mir heute wieder zu folgen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin, euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss.